Ja, meine sehr verehrten Damen, liebe Zuhörer, ich möchte zuerst einmal den Veranstaltern sehr danken, dass sie wieder das Wagnis auf sich genommen haben, mich reden zu lassen. Ich hoffe, die nächste halbe Stunde wird für Sie kurz und nicht langweilig. Über Land und Meer, so hieß eines der ersten illustrierten Magazine, die zwischen 1858 und 1923 erschienen und großen Zuspruch fand und große Autoren wie Fontane, Kutzko und ähnliche. Begleiten Sie mich bitte auf einem kleinen Spaziergang über Land und Meer zur Landkarte als Infografik. Lassen Sie mich ein Bekenntnis voranstellen. Die Landkarte ist ein Sehnsuchtsort. Sie führt und verführt uns in ferne Länder, unbekannte Regionen, fremde Städte. Sie ist die visuelle Droge für Fernweh und Verzauberung, für Sehnsucht und Traum. Zugleich entsteht aber eine förmlich schizophrene Situation. Denn als funktionierende Infografik erschafft die Landkarte Erkennen und Erkenntnis. Das Fremde, das Unbekannte lässt sich mit einem vertrauten Zeichensatz einordnen und annehmen. Es wird, und das durchaus im Sinne von Ernst Bloch, zur Heimat auf dem Papier. Die Landkarte ist die Mutter aller Infografiken. Mit ihr beginnt die Abstraktion der Welt, die Umsetzung der Realität ins Bild. Das Sehen wird zum Verstehen, wenigstens meistens. Die Karte macht uns die Erde untertan, die Weltkugel wird zur Scheibe, der Globus zum Blatt. Oder, um mit dem bekannten Kartografen und Fußballtrainer Sepp Herberger zu sprechen, das Runde muss in das Eckige. Und damit macht sie uns die Welt verständlich bzw. verständlicher. Wie überhaupt die Erklärung der Welt, die Einordnung der Welt, der Länder und Orte, entscheidender Charakterzug der Landkarte ist. Die Landkarte ist ein hochkonventionalisiertes Orientierungssystem. Sie schafft Ordnung im Chaos der Eindrücke. Sie passt die Elementarteilchen in das kartesianische Koordinatensystem ein. Nicht zufällig haben die meisten Landkarten einen Rand. Wie die Infografik ist sie eingebettet in virtuelle X- und Y-Achsen. Die Landkarte ist Vorbild und Vorlage für alle Formen von Infografiken, ob Balken, Torte, Igelgrafik, Explosionszeichnung. Und damit sind wir, ganz kurz theoretischer Teil, bei den Gemeinsamkeiten von Landkarte und Infografik. Da war es, wie gesagt, erst einmal die Übersetzung von der dritten Dimension in die zweite. Das gilt auch für schöne 3D-Grafiken, nebenbei gesagt, auf Papier oder Bildschirm. Das Wesentliche ist die Vereinfachung. Die Welt wird klarer, sowohl bei der Landkarte wie auch bei den guten Infografiken. Die Abstraktion ist ein wesentliches Moment und ein ganz wichtiger Faktor, die Verhältnismäßigkeit. Eine Landkarte, deren Maßstab sich in der Abbildung verändert, funktioniert nicht. Dann muss zu einem Hilfsmittel wie einer eingeblendeten Lupe oder Ähnlichem gegriffen werden, ganz ähnlich wie bei der Infografik. Und was natürlich eigentlich der Kern ist, die Verständlichkeit. Dies alles ergibt sich Zuordnung, Vernetzung, Einordnung oder mit einem Wort Orientierung. So ist die Landkarte tatsächlich Mutter aller Infografiken, denn sie ist weit älter als dieser Begriff. Aber da wir uns heute im Quet-Universum befinden,
muss ich den Beweis allerdings schuldig bleiben. Denn hier und jetzt geht es natürlich ausdrücklich und ausschließlich um Landkarten in Magazinen. Meine Damen und Herren, das ist ein bisschen schade, denn so kann ich Ihnen gar nicht die reizvollen Nebenaspekte des Themas vorstellen. Ich kann Ihnen zum Beispiel nicht die römischen Wegekarten zeigen, die bekanntlich einer ganz eigenen, eigentlich ziemlich abstrakten Darstellung folgen. Ebenso wenig kann ich Ihnen eine besonders fantasievolle Karte vorführen oder eine von hohem ästhetischen Reiz. Und so gern ich es getan hätte, ich kann Ihnen auch nichts erzählen über Hic sunt leones. Also hier sind Löwen, womit die Kartografen gelegentlich aus der Not der weißen Flecken sich geschummelt haben, weil es dort eben zu gefährlich sei, weiter zu forschen bzw. zu zeichnen. Du siehst, Boris, es geht nichts verloren, wenn ich auch stundenlang gesucht habe nach dem Teil. Oder politische Karten, um die oder wegen denen Krieg geführt wurden. Die Geheimhaltung von Landkarten ist in vielen Staaten üblich, sagt Kurt Brunner. Und der muss es wissen, denn er ist Kartograf an der Universität der Bundeswehr München und hat eine beeindruckende Sammlung von gefälschten Karten. Ich hätte auch gerne, was ich jetzt hier nicht darf, auch Karten von Ländern und Inseln gezeigt, die es gar nicht gibt. Und da gibt es erstaunlich viele, die es nicht gibt. Oder aber Ihnen die Bedeutung und vor allen Dingen den Reiz gefälschter Karten gezeigt. Hier. Oder damit eng verwandt die von Schatzkarten. Aber da gelingt mir nun doch der Übergang wieder zur Karte im Magazin mit einem der auflagenstärksten Magazine weltweit. Hier. Nun, Sie kennen die Geschichte wahrscheinlich, hoffentlich. Sie wissen, wie es weitergeht. Gustav Ganz, der Glückspilz, fällt auf diese gefälschte Karte rein. Aber Donald packt das Gewissen und die Kinder. Noch nie hat eine Ente so menschlich reagiert, reißt ihm hinterher. Sie wissen, wie es ausgeht. Kommen wir wieder auf die Landkarte als Infografik in Magazinen zurück. Vater der geografischen und Reisemagazine, bei denen ja schon vom Thema her Karten zwingend nötig sind, darf wohl das Magazin der National Geographic Society genannt werden. Hier mal ein Beispiel von 1961 aus gutem Grund, wie Sie gleich sehen werden. Eigentlich sind diese Karten von hohem informativen Wert, aber eben auch von einem gewissen Reiz. Eine Besonderheit waren Kartenbeilagen, wie hier diese grandiose Karte über den Meeresboden des Atlantik zwischen Europa, Afrika und Amerika. In der hintersten Reihe werden Sie das wahrscheinlich nicht so gut erkennen können. So sah das im Ganzen aus. Oder ein Detail noch herausgegriffen. Also da hat sich einer wirklich die Füße nass gemacht. Ich weiß nicht, ob es der gleiche war. Ein Jahr später kam noch eine Karte in gleicher Art und als Beilage von dem pazifischen Meeresboden danach. Eigentlich sind ja solche Beilagen, solche Regalos typisch für die italienischen Magazine. Und so hat natürlich auch die Zeitschrift Storia Illustrata so etwas im Portfolio. Also hier mal eine ganze Reihe. Da gab es zum Beispiel eine ganze Serie über die wechselhafte Geschichte des Landes, von der vorrömischen Zeit über das 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Eine eigene Landkartengestaltung hat auch das Magazin Merian
seit langem intronisiert. Hier mal ein etwas älteres Beispiel, das eben diese typische Art zeigt. Auch hier hätte ich noch viele schöne andere Beispiele, können wir vielleicht in der Pause bei Interesse noch zeigen. Das ist keine ganz neue Idee, diese Miniatursehenswürdigkeiten da in die Karte zu integrieren. Das hat ja schon der Namensgeber Matthäus Merian zur Perfektion gebracht. Dafür war er berühmt, wie das Leben so spielt. Zufällig habe ich hier eine Karte von Matthäus Merian über Günzburg. Günzburg, das ist ja heute nahezu gleichbedeutend mit Legoland. Und da kommen wir gleich noch ausführlicher drauf zu sprechen. Gehen wir mal in die ernsthaftere Ecke. Landkarten sind nicht nur Infografiken, sie dienen auch häufig als Basis für solche. Hier mal ein, wir kennen so etwas, hier mal ein Beispiel aus dem Life Magazine von 1960, kommt einem doch schon sehr historisch vor. Es ist egal, ob es hier um Verkehrsunfälle geht, um Flüchtlingsströme oder gesunde Herzen, um Hunde in Wien oder um Haselnüsse, um auch noch ein kyrillisches Beispiel vorzuführen. Meist nehmen wir die Landkarte als Karte dabei schon gar nicht mehr richtig wahr. So zum Beispiel, auffälligster Exkurs, die berühmte Deutschlandkarte der Zeit, bei der diese optisch gelegentlich ziemlich in den Hintergrund tritt. Hier etwa bei der beliebten Journalistenplattitüde, wer wissen will, wo. Und für unsere eidgenössischen Freunde noch eine besondere Spezialität. Hier ein Ausschnitt aus der Karte Die Schweizen der in Deutschland. Sie sehen, der Nordkanton ist eigentlich schon viel weiter. So viel Schweiz bringt nicht mal Helvetia auf die Landkarte. Also nicht nur sächsische, fränkische Schweiz, sondern da gibt es auch noch eine Berliner und so weiter und so weiter. Sie sehen das und kennen das vielleicht sogar. Ganz anders sieht es aus, wenn es ausdrücklich um die geografische Einordnung, um das Zurechtfinden in einer Gegend oder einer Stadt geht. Wie zum Beispiel beim übrigens inzwischen ausverkauften Design Guide Berlin. Da ist es klar, dass man wissen will, wo die Hotspots liegen und deswegen hier also eine ganz nüchterne Landkarte. Die Landkarte kann auch manchmal ganz verschwinden. Die Erkennung, entschuldigen Sie, jetzt ist mir hier. Es gäbe noch ein ganz nettes Beispiel, das ist hier, es muss also nicht immer ganze Seiten füllen, sondern es kann auch mal, Moment, hier hat er mir gesagt, ne, Entschuldigung, also das war das, hier habe ich es, doch, da. Hier sehen Sie die ganze Karte. Österreich ist ja nicht so groß, aber Graz haben Sie 3 Hotels und Wien 1. Ich fand es mal eine ganz hübsche Selbstdarstellung einer Hotelgruppe. Bisschen ungewöhnlich, mal so massive Info. Interessant auch ein ungewöhnliches Format für so ein Ding. Also, Sie sehen, ich brauchte mal eine kleine optische Auflockerung. Meine Damen und Herren, die Landkarte kann beinahe ganz verschwinden. Ich hatte es ja gerade schon angetönt. Wie zum Beispiel hier bei dieser Darstellung der Internetverbindungen, der globalen. Das sieht schon ein bisschen aus wie Flugrouten. Aber man erkennt doch unschwer, das muss Nordamerika, das muss Europa, Asien sein. Das bringt uns aber zu einer anderen Funktion der Landkarte, nämlich die Karte als Symbol.
Der Globus, das wissen Sie alle, gehört ja zu den beliebtesten Logo-Figuren überhaupt. Und die Karte hat auch im Editorial Design ihren festen Platz. Das haben Sie fast in allen Vorträgen gestern und heute ja schon gesehen. Sehen Sie auch draußen in der Ausstellung. Also Landkarten, man kommt kaum drum rum. Und das ist hier auch mal die Symbolik, die damit spielt, ob das mal so aufgebaut ist oder zur Illustration des Weltwirtschaftsgipfels in Davos hat man sich einfach alter Karten bedient. Das ist jetzt kein Entwurf von Gaddafi, das war einfach in der Antike mal eine Überlegung, dass es eben sozusagen kreuzförmige Ozeane gibt, die die Welt einordnen, aufteilen und so sah das aus. Natürlich lassen sich aber auch ganz moderne Themen wie Connected Car oder Automated Driving auf diese Art mit Karten illustrieren. Ein Liebling von mir ist diese zugegebenermaßen Anzeige, aber ich würde schon sagen Editorial Advertising aus der schönen italienischen Arte Navale. Sie sehen, also für denjenigen, der Sport liebt, ist Land und Meer dasselbe und insofern kann man auch ruhig mal das Land zum Meer und umgekehrt machen. Ich finde es eine ganz witzige Idee. Ein Sonderfall ist die Landkarte als Inhaltsverzeichnis. Bleiben wir mal im Maritimen, Sie kennen das von Mare hinlänglich. Seit der ersten Nummer dient das als Appetizer und zugleich Orientierung. Sowas funktioniert nicht nur beim Meer, sondern auch hochalpin, zum Beispiel in dem sehr interessanten neuen Magazin All Mountain, wo dann diese Welt so für die Nummer 2 funktioniert. Und noch ein Sonderfall will ich kurz ansprechen. Die an der FH Pforzheim wurde für das Studentenmagazin zum Thema Distanz ein landkartengleich gefaltetes Objekt entwickelt und was ja dann ordentliche Landkartengröße gehabt hat. Ich will es Ihnen noch ein bisschen vereinfachen. So sah das mal gefaltet aus. Punze ist der Magazintitel, das ist also die Nummer 5 hier gewesen. Und so konnte man dann hier, sehen Sie die Distanzlinien von Professoren und Studenten und Autoren, die da mitgearbeitet haben, die an Geschichte auf der Rückseite erzählt wird. Sehr liebevoll bis ins Detail, also hier die ISO-Hübsen von Pforzheim und Umgebung. Man hat sich also da wirklich an Landkarten orientiert. Studentenmagazine dürfen sowas, das haben Sie ja letztes Jahr auch in der Quet-Show gesehen. Und das ist für mich Hinweis auf andere Quet-Protagonisten. Hey aus Barcelona, hey, hey, let's go, auf der Quet 2014 machen ja die Karten für Tyler Brûlés Monocle. Flaneur war letztes Jahr da. Die haben in der Ausgabe zur Corso Vittorio Emanuele in Rom die Karte von Giambattista Nolli von 1748 zugrunde gelegt und einfach einen goldenen Strich darüber gelegt. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und dieses Jahr wurde Kat präsentiert gestern. Anke hat Ihnen da ja schon, glaube ich, hinlänglich Appetit drauf gemacht. Doch gerade die Städtekarten sind eine besonders liebevolle und, wie ich finde, pfiffige Spezialität dieses Magazins. Da könnte man nun philosophieren über die Ungleichheit
des Ähnlichen. München zum Beispiel, hier, wir befinden uns ja ungefähr hier jetzt, aus Tausenden von Isar-Kieseln zusammengestellt oder bei Wien natürlich die Kaffeetassenrelikte und bei Reykjavik geht man gleich auf einen Holzbalken. Mein absoluter Liebling in dieser Reihe ist allerdings Amsterdam. Und zwar nicht nur deshalb, weil da rechts unten meine Tochter abgebildet ist, der sie übrigens die schöne Visualisierung dieses Vortrages zu verdanken haben, sondern weil Amsterdam sich anbietet, diese Ungleichheit des Ähnlichen fortzuführen. Denn Amsterdam sieht beim Belief-Magazin so aus, hier geht es um Rollstuhlmöglichkeiten, also welche Bereiche man in Amsterdam mit dem Rollstuhl erreichen kann, nicht so ganz einfach, wie ich Ihnen sagen kann. Oder auch ein älteres Beispiel aus dem Schweizer Modemagazin WW, das ist also, so sieht Amsterdam von einem dortigen Künstler aus, also WW. Sie sehen, das ist also ein breites Feld. Womit wir überhaupt bei der Vielfalt der Stile wären, die heute die Landkarten in Magazinen kennzeichnen. Entschuldigung. Nehmen wir einmal Los Angeles. Das kann so aussehen. Erinnern Sie sich vorher? Abstraktion. Oder auch so. Für das Voyeur-Magazin, also das ist das In-Flight-Magazin von Virgin Atlantic. Oder auch mal so für den Hollywood Reporter. Oder auch mal so, hier geht es um die Mietpreise, für Red Pad von Owen Gatley. Bei Inseln, Sie sehen, ich komme vom Meer nicht weg, bei Inseln funktioniert sowas auch. Da ist jetzt wieder die ganz strikte Darstellung Kretas für das Avis-Magazin. Dagegen die Karibik für GQ USA. Oder, und jetzt wird es gleich ganz bunt, Mallorca für das Jamie-Magazin. Ich habe es gerade schon angesprochen, In-Flight-Magazine sind natürlich ein bevorzugtes Spielfeld für Landkarten und für Landkartentrends. Das wäre durchaus mal ein Thema für sich gewesen. Landkarten über den Wolken. Denken Sie jetzt mal nicht nur an die üblichen Verkehrsspinnen, wie hier bei der Lufthansa. Das geht auch anders. Air Dolomiti beispielsweise gibt sich da wesentlich bescheidener als die große Mutter. Wühling, der spanische Billigflieger, der übrigens tolle Magazine macht, ich glaube, da kommt auch noch ein Vortrag, Wühling stellt das Prinzip mal auf den Kopf. Man hat also keine Verkehrsspiele, sondern eine Destination, wie Sie unschwer erkennen können. Wir können ja alle Landkarten lesen, handelt sich um Warschau. Aber es geht auch anders. Der Herald von KLM hat hier zum Thema Art Fair Season wenige Hotspots über die Welt verteilt. London schaut für die irische Aer Lingus doch sehr kleinstädtisch aus. Und Beijing für Nexus. Das ist das In-Flight-Magazin der American Airlines für den lateinamerikanischen Raum. Beijing sieht hier, ja, ich würde sagen, nicht so richtig aus, wie man für China erwartet. Oder nehmen wir noch einmal ein Beispiel von der Rubrik Road Warrior, der Virgin Atlantic. Da hat die Livy Gosling eine ganze Reihe gemacht, unter anderem eben auch Jakarta.
Meine Damen und Herren, schaut man sich jetzt diese letzten Motive an, dann ist, denke ich, ein Trend festzustellen. Information, ja, aber vor allem doch Emotion. Präzision, sonst höchstes Gut der Kartografie, spielt scheinbar keine Rolle mehr. Hat man dafür jetzt Navi, Google Maps, GPS? Die Darstellung wird immer bunter, die Striche vergröbert, die Abbildung beinahe kindlich. Erinnern Sie sich an das Beispiel Merians Günzburg, aus dem heute Legoland geworden ist? Ein paar beinahe willkürlich herausgegriffene Beispiele. Nordholland für das Jamie-Magazin, Miami für Vanity Fair France. So sieht das dann eingebaut aus. Und die New York-Karte für Le Echo. Dann ein Beispiel, was mir ganz gut gefällt, Stefanie Wunderlich, eine Illustratorin in Hamburg, arbeitet mit der Technik des Scherenschnitts und baut dann solche Karten. Sie arbeitet übrigens sehr gerne für wirtschafts- und wissenschaftliche Magazine, also so etwas passt nicht nur in die Modeecke. Hier ist es also mal wieder London, geht aber auch mit einem Land wie Luxemburg. Mont Blanc, die Mont Blanc-Region sieht für Le Monde Magazin so aus, da geht es also offenbar mehr um die Gebäude als um die Gebirge. Und schließlich noch ein Beispiel von Toronto für das Magazin Toronto Life. Sie sehen auch hier, wenn man da mal ins Detail geht, da geht es doch lustig bunte Kinderwelt. Ja, ich bin ja auch schon so gut wie am Ende. In diesem Stil finden Sie heute zahllose Beispiele. Woran mag diese Neigung zum vermeintlich Imperfekten liegen, meine Damen und Herren? Begeben Sie sich bitte mit mir kurz auf das dünne Eis der angewandten Fantasie. Könnte es nicht sein, dass wir überwältigt sind von der Allgegenwart und der Allmacht der Exaktheit, von den Bilder-Tsunamis, die über die Küsten unserer Bilderwelten hinwegfegen und die uns Realität vorgaukeln, die wirklicher ist als die Wirklichkeit? Ist es, wie jüngst Abstract, also das Trendlabor der NZZ, schrieb, tatsächlich die Renaissance des Bauchgefühls? Marlene Dietrich hat bekanntlich gesagt, sie sei zu Tode fotografiert worden. Geht das nicht vielen Sehenswürdigkeiten ähnlich? Hat dadurch die Wirklichkeit ihren Zauber verloren und mit ihr den Reiz der Präzision? Weil wir alles schon gesehen haben und das besser als in der Realität. Sehnen wir uns im tiefsten Inneren vielleicht doch nach der Faszination des Unbekannten, des Fremdartigen, nach den weißen Flecken auf der Landkarte? Kurz nach Überraschung? Ja, Horst? Surprise me, da ist es wieder. Dazu noch ganz kurz zwei optische Ausschweifungen, ausnahmsweise jetzt nicht aus Magazinen. Einmal zum Thema Karte und Typografie. So sieht heute eine Landkarte von Rom aus, aus dem Cookbook A Taste of Rome 2015. Von der gleichen Künstlerin auch dieses Minneapolis, 24 Stunden in der Stadt. Man sieht, worauf es ankommt. Und schließlich noch Bilder, eine Karte von Benoît Cesari,
Sie sehen es unschwer, es ist schon wieder Los Angeles. Extrem wird das, diese Technik übrigens bei Michael Mullen, der hier ganz Amerika in Worte fasst. Vielleicht kann man sich auf die Weise mal endlich merken, wo was liegt. Aber Sie sehen, es ist eine wirkliche Handarbeit. Eine ganz andere Technik nutzt übrigens Dave Murray aus Toronto. Der illustriert die Straßen Torontos auf diese Weise. Hier also der Bereich Kensington Market mit den entsprechenden Buzzwords, die hier zu sehen sind. Zum guten Schluss noch ein Extrem. Der besessene Illustrator und Drucker Michael Barrett, ein Kanadier, der, wie man gleich sehen wird, heute in London lebt. Der hat seine Wahlheimat dergestalt als Landkarte dargestellt. Und wenn Sie da ins Detail gehen, dann sehen Sie zum Beispiel solche Ikonen wie Christine Keeler, vorher war noch die Abbey Road zu sehen, und Winnie Pooh, Rugby und ähnliches mehr, was alles in der Stadt zu finden ist. Wie gesagt, eine Form der Landkarte, die offenbar im Trend liegt. Meine Damen und Herren, ich hoffe sehr, ich konnte Sie davon überzeugen, dass die Landkarte als Infografiken auch in Zeiten von GPS, Navi und Google Maps noch ein spannendes Gestaltungsthema ist. Wie es übrigens ohne Landkarte, ohne Orientierung ist, das zeigte mal die digitale Ausgabe des englischen Telegraph sehr schön. Ich danke Ihnen. Fehlt auch eine Landkarte. Oh. Das sieht mehr aus, als es ist. Ich liebe ja deine Sprache. Vielen Dank. Und allein für die visuelle Droge und dem Heimat auf Papier, dafür bin ich dir unheimlich dankbar, als alter Landkartenfan. Ich gestehe, ich wollte diesen Vortrag auch unbedingt haben. Tatsächlich finde ich deine Erkenntnis, nenne ich es jetzt mal, dass sich die Gestaltung von Landkarten relevant verändert. Eben deswegen, weil man möglicherweise das, wenn man das richtige Orientierung braucht, eben nicht mehr aufs gedruckte Medium guckt, finde ich eins der spannendsten Punkte, die du herausgearbeitet hast. Glaubst du, dass sich das nochmal richtig weiterentwickelt an der Stelle? Ja, bleibt das jetzt so? Also, es ist ja Endinformation. Es wäre ja langweilig, wenn sich das ausgerechnet die Landkarte nicht weiterentwickeln würde. Ich denke eben tatsächlich, es wird immer mehr und mehr eine interaktive oder pseudo-interaktive Landkarte werden. Sprich, Themenkarten werden eher im Vordergrund stehen mit einer entsprechenden Vernetzung, dass ich also dann auch gleich den Tisch in dem angezeigten Restaurant buchen kann und ähnliches mehr. Und ich fand es nur damals sehr interessant, dass der Geschäftsführer von Meyer, die ja sehr intensiv auch mit einem ganz großartigen Magazin, Internetmagazin, da auftreten, dass er sagte, er nimmt immer noch einen Reiseführer, einen gedruckten Reiseführer mit, trotz aller Möglichkeiten, die das Netz und die digitale Welt bieten. Er hat es einfach lieber, da Einmerker zu machen und was zu notieren. Einen ganz kleinen Nachsatz möchte ich noch loswerden, wenn du schon sagst Entwicklung. Was ich sehr schön finde, es gibt ab März ein Magazin Map Forum, ein gedrucktes Magazin, das sich speziell mit antiken Karten, also alten Karten beschäftigt, entstanden aus einer Website, bei der solche Karten vermarktet werden. Und der
Initiator schrieb zur Ankündigung, er sei sehr glücklich, dass er jetzt nach 4 Jahren ein gedrucktes Magazin aus diesem Thema machen kann. Das wäre immer sein Wunsch gewesen. Also so viel Print is dead. Okay, ganz lieben Dank, lieber Herbert, für die Renaissance des Bauchgefühls.